Hey Leute und willkommen zurück zu One Piece Odyssey in Folge Nummer 3. Das heißt, wer die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen hat, was machst du hier? Guck dir zuerst die anderen Folgen an, denn wir erkunden heute diese geheimnisvolle Höhle. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird, was wir so alles finden werden, ob wir unsere Fähigkeiten wiederbekommen. Da ist eine Schatzkiste. Wichtig, wichtig, wichtig. Eine Schatztruhe. Eine verdächtigte Höhle platziert. Ja, das klingt nach der Falle. Nein, einfach aufgemacht. Accessoire. Gibt es da doch Ausrüstung? Oh, ja, es gibt Ausrüstung. Oh, ich liebe das Spiel. So richtig hart rollenspielmäßig. Oh, sie müssen in den Platz reinpassen. Okay. Das kenne ich, glaube ich, aus anderen One Piece Spielen schon, ne? Also den hier einfach rein. Einmal Glücksausweichen. SP-Kostenreduktion. Und Verteidigung. Oh mein Gott! Okay, die ist riesig. Wem geben wir die Verteidigung dann also? Hier vielleicht? Nehmen wir die Verteidigung. Okay. Items ausgerüstet, wir sind instant stärker geworden. Und ja, man sollte nicht einfach so irgendeine random Kiste aufmachen. Nami, das war sehr böse. Oh, von Video zu Video. Lass die Kamera aus, Rabbit. Da drüben leuchtet etwas. Ist das ein Würfel doch, oder? Der aus unserem Körper geraubt wurde. Wir schnappen ihn uns. Ja, ich denke auch, dass das ein Würfel ist. Also, wie gesagt, wir müssen halt die ganzen Würfel wieder finden, um unsere Fähigkeit wieder zu erlangen. Items liegen hier nicht rum. Da ist ein Item, okay, doch. Risskraut. Okay. Will ich alles looten und leveln, was es hier gibt. Übrigens, einfach mal so, ne? Das ist eine wunderschöne Höhle. Auch da oben mit den Wolken. Das ist Spiel. Ist eine 1 plus mit Sternchen in puncto Grafik, Leute. Mega geiles Anime-Game. Mega geil. Ja, Dragon Ball Z Kakarot sieht auch sehr gut aus mit der Comic-Grafik. Aber das hier ist ein anderes Level, weil das Spiel auch neuer ist, ne? Toll, okay, wir kommen nicht mehr zurück. Ups. Wir gucken, ne? So. Coole Jungs gucken nicht in Explosionen. Die Brücke ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg zurückfinden. Aber ja. Oh Mann, nicht wieder streiten. Oh, nicht die ganze Zeit streiten, Bruder. Wie gesagt, warum mache ich die Kamera nicht ein? Wir kommen von Cutscene zu Cutscene. Das ist ein bisschen komisch. Muss das sein? Kann man das nicht am Stück irgendwie machen? Muss ich jeden Meter laufen? Oh, ist das ein Eichhörnchen? Ist das ein Eichhörnchen? Ein sehr creepy Eichhörnchen. What the fuck ist das denn bitte? Ein Waschbär? Das ist kein Waschbär. Er will uns angreifen. Ja, dann hauen wir das mal aufs Maul, ne? Ich würde sagen, es ist ein Eichhörnchen doch immer. Ich find's arschgeil. Okay, wir haben auch Fledermäuse hier. Wir haben also mehrere Gegner und wir haben noch immer keine Fähigkeiten. Ins Revier eingedrungen. Ah. Ja, die Brücke zerstören war auch nicht so gut, ne? Ja, wir können ja bisher, wie gesagt, nur angreifen. Ich habe keine Fähigkeit. Ich kann nichts anderes machen. Hm? Oh, der hat aber böse Zähne, du. Autsch. Ah, wieder nicht One-Hit. Nichts ist One-Hit, ne? Ich komme aber auch nicht zum Leveln, ne? Ich hatte bisher keine Möglichkeit, um zu sagen, ich kämpfe jetzt 10 Minuten lang gegen irgendwelche Gegner. Hatte ich keine Möglichkeit. Ich hatte jetzt... Das ist echt ekelhaft. Aua. Diese Fledermaus muss mal weg. Zack. Weg. Nein, was? Die leben doch immer. Oh. Okay, okay. Level 1 ist echt eine harte Nummer. Level 1 ist echt eine harte Nummer. Das ist C. Gott, du bist so... Aua. Nicht Nami. Die Bikini platzt doch schon gefühlt. Die muss mal weg, da. Mal irgendwas weghauen. Irgendwas weghauen. Die macht wenig Schaden. Er macht viel Schaden. Dann hauen wir mal den weg. Wir sollten auch immer schön die Charaktere durchwechseln. Hat mir den Popo gebissen. Er macht wenig Schaden. Er macht wieder... Na, kann ich angreifen. Hm. Er kann auch nicht angreifen. Okay, ich muss ja irgendwann sowieso mit allen angreifen. Also bringt es auch nichts, jetzt irgendwie was zu verschieben. Derzeit, jetzt gerade. Und wir haben ja Heiltränke. Das ist echt ein schwerer Kampf.
So viele Gegner auch, ne? Also das Spiel zeigt er dem schon, hä? Hm? Geh mal trainieren. Ja, perfekt. Nein, die leben doch immer. Ich kann kotzen. Ich kann so kotzen, dass die so überleben, ne? Aber wie gesagt, es sind halt nur Level 1, ne? Dann müssen wir durch, ne? Komm, die müssen wir weg, ja. Das wird schon, das wird schon. Oh, ein Würfel! Der hat einen Würfel! Wieso haben wir keinen Würfel? Aua! Warum hat der einen Würfel? Wieso hat der einen Würfel? Sie braucht bald einen Heiltrank. Der muss mal weg. So, jetzt haben wir nur noch einen einzigen Gegner. Das ist wichtig. Und das ist langsam echt viel Schaden. Ja, ich kann ja nur angreifen, ne? Angreifen, heilen, mehr kann ich jetzt ja nicht mehr machen. Wer jetzt zuerst angreift, ist auch komplett egal. Wir müssen eh mit allen angreifen. Ah, ein Angriff noch! Nein, er greift schneller an. Aber wir hätten noch einen Angriff gebraucht. Immer auf Nami. Lasst mal Nami in Ruhe. Da geht's nicht mehr so gut. Los, Ruffy, hau ihm aufs Maul! Bam, in your face. Blödes Eichhörnchen. Yeah. Eichhörnchen down. Eichhörnchen down. Level up. Ja, das ist so wichtig. Und zum Glück leveln auch Teammitglieder, die nicht im Kampf mit dabei sind, auch sehr wichtig in Rollenspielen. Was? Es ist ein Schneckentelefon. Ich liebe es. Wieso gehst du nicht an Land? Okay, da will noch jemand auf die Insel. Da will noch jemand auf die Insel. Er lebt noch? Okay. Ich wollte doch einfach nur den Würfel haben, du blödes Eichhörnchen. Ich wollte einfach nur diesen Würfel haben. Mehr nicht. Ja, das ist so ein Würfel, ja. Essen nicht? Nein, du kannst nicht alles essen. Hä? Ah, der jeweilige Besitzer bekommt es wahrscheinlich zurück, ne? Es hat Ruffy eine Fähigkeit. Stoßschlag, Gum-Gum-Rakete. Guck mal, what the fuck? Brain Lost Power. Oh mein Gott, wir kriegen alle Fähigkeiten zurück. Jo, wir kriegen so viele Fähigkeiten zurück. Nicht alle, aber sehr viele Fähigkeiten. Es erinnert sich wieder an Kräfte, ja. Yeah. Okay, wir haben ja viele. Ich dachte, wir kriegen nur eine Fähigkeit. Aber nein, wir kriegen alle Fähigkeiten. Oh, man kann Mauern zerstören. Was ist das? Nutze Operationshaken, indem du drückst, dann kannst du Erfahrung. Ah. Ich will Erfahrung, man. Oh mein Gott, das Spiel wird so komplex, ne? Was? Würfelfragmente sind Teil des Erlebnisses. Benutzt die Crewbildschirm. Fähigkeit verbessern. Oh Gott. Ich hasse es, wenn so viele Tutorials auf einmal reinkommen, ne? Kehre zum Eingang zurück, ja. Aber was heißt das jetzt? Was? Ausrüstung hat man da? Da war die Mission, da waren die Gegenstände, Episode. Ne, da war ja nichts so. Hier hoch kommen wir ja auch nicht. Und das? Ah, kann man einfach so kaputt machen. Bringt das was? Ja, 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 da kommen Items raus. Items raus, alle zerstören. Oh, nur ein Item? Leck mich doch. Ist das? Würfelfragment. Ah! Noch mal gefallen. Würfelfragment. Huh. Schatzkiste. Geil. Abzeichen Mumm. War das eine Ausrüstung? Yo. Mumm plus 42. Was auch immer Mumm sein soll. Wir geben es aber auf jeden Fall mal jemandem. Wer kämpft denn mit uns gerade? Wo ist die Dame? Ja, ist die Dame. Sie kriegt mein Mumm. Hm. Kann ich das holen? Kann ich das holen? Yo, lol. Das geht auch? Ich kann das holen. Habt ihr gesehen? Oh, das ist auch eine wichtige Info, ne? Ah, Angriff erhöht. Besiege den Verstärkten. Okay, den Verstärkten zuerst besiegen. Und wir haben jetzt wieder Fähigkeiten. Aber wir haben noch keine SP, oder? Oh, wir haben SP. Ja, wir dürfen wieder Fähigkeiten einsetzen. Ist das nicht wunderschön? Geil.
Ah, oh, einer ist nur gestorben. Aber hey. Nee, doch nicht. Ah, daneben, sehr gut. Wer war der Verstärkte? Wenn wir den angreifen, wenn wir den jetzt besiegen, könnten wir das mega. Ja, sehr gut, sehr gut. Der hat nämlich einen Spezialangriff eingesetzt. Ja, ja, es läuft wieder deutlich besser, seit wir die Fähigkeiten haben. Allein diese Gum-Gum-Rakete, ach so schön. Und wieder Bonus-EP, Level 5, oh ja, oh ja. Instant auf Level 5, dadurch, dass wir die Bonus-Mission abgeschlossen haben. Mega geil. Mega, mega geil. Nein, 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 nein. Mal runter. Hat er noch was? Ist da noch was? Ne, da ist nichts. Ich hatte Angst, jetzt irgendwas zu übersehen. Schatzkiste und eine Fledermaus. Von hinten die Fledermaus. Perfekt. Kritische Treffer wieder erhöht. Ja, perfekt. Perfekt. Yeah. Da guckt mal wieder bei Luffy zuerst rein. Er hat nur einen Gegner vor sich. Hm. Hat er auch nicht eine Fähigkeit gehabt? Mehrere angreifen? Nee. Ist eine Fähigkeit? Nein. Ist eine Fähigkeit? Ja. Yeah. Alle gleichzeitig angreifen. Vielleicht kriegen wir schon mal das Down mit Glück. Oder wir kriegen alle Down mit Glück. Das war verdammt wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, immer das Ganze im Auge zu haben, ne? Den Kampf im Auge zu haben. Sehr geil, sehr geil. Schatzkiste. Abzeichen. LP dazu. Hm. Oder Fragment. Nami's Würfelfragment. Hier kann man nur gucken. Ja. Hier kann man nur gucken. Das heißt, es geht eh da drüben weiter. Mal darüber. Wieder runterklettern, denn wir lassen euch keine Items liegen, Leute. Könnte langes Let's Play werden, wenn ihr Bock drauf habt. Immer wenn ihr Lust habt, Leute, auf ein Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Das unterstützt mich sehr. Eine Liane ran, ne? Ich überlege gerade. Was bringt das jetzt? Ah, mit darüber plotze. Okay. Schatzkiste, die wollen wir haben. Fledermäuse müssen also weg. Noch ein Schatz. Yeah. Und das umgebe Fledermäusen, die werden jetzt einfach wegklatschen. Angriff! Ja! Yeah! Da die Zähne, ne? Also die Monster sind schon creepy in dem Spiel. Okay, wieder mehrfach Angriff benötigen wir. Hm, er hätte mehrfach. Und wir können mehrere angreifen. Das machen wir mal. Immer wichtig, schnell viele Gegner ausschalten. Fledermausbiss. Nein! 8 Schaden. Also man merkt schon das Level 5 jetzt, ne? Er hat jetzt nichts, ne? Hat er auch. Kräft auch mehrere. Es ist schwach. Mal gucken, wie Schaden es macht. Obwohl es schwach ist. Hat gereicht, obwohl Schwäche. Perfekt. Wieder 2 Gegner weniger, die nerven. Und die hat nichts anzugreifen. Normalen Angriff mal machen? Keine Ahnung. Oh, reicht normaler Angriff? Lol. Ja, wir sind echt schon... Oh, ein kritischer Treffer. Wir sind echt schon stark geworden. Macht echt einen großen Unterschied, ne? Und ein Fledermausflügel. Und ein Level Up, yeah! Aber nur bei 2 Charakteren. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ne? Was? Mimik? Ist das ein Mimik-Ding hier oder so? Hä? Er hat sich versteckt, weil er Angst hat vor den Fledermäusen. Okay. Wer ist er jetzt? Tschüss. Hä? Er bedankt sich für die Rettung. Okay. Was heißt das, wenn wir die retten? Gibt es da irgendwie so vielleicht einen Bonus, wenn wir die alle retten? Abzeichen Angriff. Das ist so riesig, ne? Ausgerüstet, scheiß drauf. Angriff, rein da. Bei ihr ist jetzt auch voll. Hm. Er ist auch. Wer kämpft jetzt noch mit dem Team? Ah, genau, er hier. Er hat noch Platz. Ausweichen. Mehr Leben. Komm, rein damit. Mehr Leben. Kann nicht schaden. Die hier kann man wieder kaputt machen. Und da ist noch eine versteckte Schatzkiste, in Anführungszeichen. Vitalapfel. Okay. Da waren wir schon, wenn ich mich recht erinnere. Ich will auch echt jede Ecke mitnehmen, ne? So eine Höhle muss verdammt nochmal erkundet werden, ne?
Ja, wir werden die Höhle auf jeden Fall in dieser Folge heute abschließen, egal wie lange es dauert. Ein Fragment. Da geht's nicht weiter. Aber da oben. Nee, da ist nichts. Da ist eine Tür verschlossen. Amtasiku, Austauschmilz, drücke. Okay. Lass uns mit Zorro machen, okay. Aber jetzt ist er nicht automatisch im Team, oder? Dieses Schwert, ne? Doch, er ist im Team. Ne, doch nicht. Okay. Und wie wechsle ich jetzt wieder? Anführer wechseln. Weil, der kann das holen. Das hätte andere jetzt nicht holen können da hinten, ne? Also man muss sehr aufpassen, wie man spielt, ne? Und schön mit der Ruhe. Nicht durchrushen. Wir gehen zu Ruffy. Jo, kann mir da wahrscheinlich mehrere besiegen. Immer wichtig, mehrere. Weg damit, perfekt. Einer lebt noch. Den greifen wir jetzt einfach nur an, um ein bisschen SP wieder zu sammeln. 25 SP wieder dazu bekommen, perfekt. Wichtig, wichtig. Level up für die anderen jetzt auch. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, warum manche schneller leveln als andere, ne? Vitalapfel nur. Okay. Huh. Runter also, okay. Wie gesagt, immer schon aufpassen, nichts übersehen. Kann man den angreifen? Nee, ne? Aber jetzt von hinten. Zack! Von hinten rein. Ich will sowieso alle bekämpfen wegen den Erfahrungspunkten. Kritischer Treffer, jo. Wieder perfekt. Er, Gam Gam Gatling. Ich weiß gar nicht, war das jetzt nur die drei Fledermäuse oder müsste schon vorbei sein? Ne, einer lebt natürlich noch. Da ist noch so ein kleiner wieder. Einfach wegtreten. Einfach wegtreten, die Sau. Nächsten Level Ups, perfekt. Da vorne, zack, wieder schnappen. Fledermausflügel. Bloß nichts übersehen. Wir haben ja gerade vorher gesehen, da war auch ein Würfelteil. Die haben wir jetzt zwar noch nicht benutzt, weil ich noch nicht ganz gecheckt habe. Aber das kommt auch noch. Erstmal das holen. Zack, rüber. Nichts vergessen. Hier ein Item. Da müssen wir wahrscheinlich runter, ne? Sieht so aus. Kann ich da einfach runter? Ja, ich muss die Höhle verlassen. Stimmt. Stimmt. Speichern. Okay, die Höhle war dann doch kleiner, als ich dachte. Okay, speichern. Und keine Angst, ich habe noch nicht so viele Spielstunden. Ich renne dazwischen nebenbei die Videos, lade Videos hoch. Und dann läuft das Spiel im Hintergrund weiter. Oh Gott. Wir haben sie die ganze Zeit zugesehen. Wir wollen aufs Maul. Sie sind nicht glücklich, dass wir hier waren. Was? Gegner wild im Namen. Sie sehen vielleicht genauso aus wie Gegner, die schon kamen. Sie sind gefährlicher. Ah. Ein Wilder ist also gefährlich. Ein Wilder ist gefährlich. Wenn du eine Schwäche ausnutzt. Ach so! Wenn du. Ah. Das heißt schwach. Das schwach habe ich schnell falsch verstanden. Okay, sie könnte mehr Schaden machen. Das sollte man auf jeden Fall mal tun. Wow! Da leben noch welche? Scheiße. Aber das war ein guter Angriff, aber da leben noch welche. Der eine ist ja gelähmt. Dann hauen wir mal den weg. Da rechts ist er gelähmt. Was? Ist das ein Boss? Keine Ahnung. Oh ja, er wurde echt immer Er wurde jetzt zum anderen geschleudert. Wie geil ist das denn? Da kann man auch taktisch auf jeden Fall was machen, ne? Ja, lass mal den auslöschen. Zur Sicherheit setze ich eine Fähigkeit ein, weil ich Angst habe, dass er uns überlebt. Okay, das auch da. Perfekt. Und das ist das Wilde jetzt. Das macht ja mehr Schaden. Das ist gefährlicher, das Wilde. Haben wir ja gelernt.
Zack! Guter Schaden, guter Schaden. Mit Ruffy besiegen. Okay. Ich muss ihn mit Ruffy besiegen. Gibt eine Bonus-Mission. Aha. Dann machen wir es halt mit Ruffy. Bonus abgeschlossen. Cool. Leute, vergesst nicht den coolen Daumen nach oben. Bonus abgeschlossen. Sehr schön. Und mit der Würfeldinger. Level 777, weil wir den Bonus abgeschlossen haben, kriegen wir Erfahrungspunkte. Haut ab, ihr kleinen Eichhörnchen. Haut ab. Pisser. Oh Mann. Verstehe oft nicht, wann Zwischensequenzen kommen. Ne? Also die kommen gefühlt die ganze Zeit. Was ist das denn? Ein Taxi? Markierung. Das ist ein Taxi. Lol, das gibt's dann auch später mal. Wir können also von Ort zu Ort teleportieren. Das ist ja geil. Ah, das ist cool. Fähigkeiten verbessern. Moment mal. Ich kann Fähigkeiten also auch verbessern. Warte mal, warte mal, warte mal. Fähigkeiten verbessern. Finde Gum Gum Gatling richtig geil. Stufe 2. Geil. Geil, geil. Aha, ich diese Fragmente einsetze. Und jeder hat seine eigenen Fragmente. Und da könnte ich einen reinsetzen, wenn ich will. Ist ja keinen. Ach, das ist ja interessant. Das ist ganz cool eigentlich. Das muss man auch gut machen, ne? Ach, das ist auch geil. Dafür die Würfelteile, also okay. Ey, ich renne von Zwischensequenz in Zwischensequenz. Ey, das ist der aus der Höhle. Ist das unser Taxi? Was hat er gesagt? Ich bin Sabai, aber alle anderen nennen mich Dr. Sabai. Ich hasse Berater, ich habe mir geholfen, ich schenke euch etwas. Nicht gefressen werden. Fledermaus hat er Angst, ja? Ah, er hat eine. Ah. Enzyklopädie, die Aufzeichnung über Gegner. Also wie unser Pokédex sozusagen. Ah. Und er ist einfach abgehauen schon wieder. Und ja, so ein Buch kann auf jeden Fall nicht schaden, du. Immer nachgucken zu können, was die Gegner für ein Typ sind und so weiter, ist schon wichtig. Und jetzt sollen wir zum Haus zurücklaufen, da wir noch kein Taxi haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich noch lohnt, diese kleinen Gegner anzugreifen. Weil es ist ja nur eine. Oh ja, jetzt haben wir eine Aufgabe. Das kann sich dann doch wieder lohnen, die anzugreifen. Weil theoretisch glaube ich, das ist One-Hit. Ja. Aber kriegen wir jetzt mehr Erfahrungspunkte wegen der Bonusmission? Also genug Erfahrungspunkte. 4000 Erfahrungspunkte! Ja, es lohnt sich also auch in schwache Gegner reinzulaufen, da sie uns Bonuspunkte geben können. Das ist sehr, sehr interessant. Und wenn man eine Höhle betritt oder verlässt, spawnen Items nach. Sehr wichtige Infos. Kann man da rüber? Darf ich das? Oh, ich darf schon. Ich würde nicht gesagt, hey Rabbit, geh da nicht hin. Aber hier ist irgendwie nichts. Ist hier oben drauf was? Soll ich mal hochgehen? Nö. Hm. Was kann man hier machen? Da vorne ist ein Baum auf jeden Fall. Ich gehe mal zum Baum. Also geht auch immer den falschen Weg, wenn möglich, Leute in Rollenspielen. Das ist verdammt wichtig. Schrott gefunden. Kann sich als nützlich erweisen. Und hier. Und hier. Ja, hat sich sehr gelohnt schon. Aber hier ist jemand abgenippelt, kann das sein? Ein Grab nämlich, ja. Hm. Aber hey, wir haben wieder ein Würfelfragment. Wichtig, 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 wichtig. Und hier rechts könnte man auch rüber. Ich weiß, dass da unten Sachen waren. Ich will da rüber. Bevor wir zurückgehen, muss ich das erkunden. Besiege einen Gegner im Gebiet von... Vorne. Okay. Ist der stark? Nö. War doch einfach. Cool.
Ja, allein durch die Bonusmission. Das haben sie schlau gemacht. Durch diese Bonusmission lohnen sich halt auch wirklich diese schwachen Gegner zu besiegen. Das ist eine geile Sache. Das ist echt eine gute Idee. Wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir für blaue Missionen? 950. Okay, ein bisschen weniger, aber trotzdem hat es gereicht für Level Up. Hm? Wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Und irgendwo war jetzt dieser Observationsding. Bei uns haben wir eine Schatzkiste. Ich springe einfach runter. Was passiert dann? Nix. Oh, die ist golden, ne? Schatztruhenschlüssel braucht man hier. Och, leck mich doch am Zückerle. Ein Schatztruhenschlüssel. Also, man muss schon Dinge beachten, ne? Blauer Ziegel. Okay. Ein Schatztruhenschlüssel. Oh, da ist auch ein Fragment. Senshis Würfel. Geil. Er befindet immer mehr geilen Scheiß, ne? Also, als Erkunden, kann ich schon mal sagen, lohnt sich zu 1000%. Da lag auch was. Da lag was. Geh da runter. Mann, ich soll aufstehen, das waren nur 2 Meter. Schrott. Okay, wie gesagt, ich denke, dass wir später sehr froh über die Materialien sein werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt, wie gesagt, gehen wir erstmal zurück. Und dann gucken wir mal. Schrott, ja, wichtig. Leider konnten wir das Taxi halt nicht benutzen, ne? Aber das heißt, wir haben jetzt ja die Prüfung bestanden, ne? Wir haben die Prüfung ja bestanden. Da seid ihr ja wieder? Ja, sind wieder da. Moin, servus, moin. Die Crew ist wieder da. Würfelstärke zurückgebracht. Ja, danke dafür. Hm? Der Koloss war sehr stark, ja. Feuerkoloss, und es gibt noch weitere. Hm. Sie haben ein paar Würfel uns geklaut. Nein, wir müssen die Feuerkolosse also auch besiegen. Hm. Der Typ ist sehr suspekt, ne? Also, ich vertraue dem noch nicht, ne? Ein Lager aufschlagen. Och, ja. Lass mal ein Lager aufschlagen hier. Das ist eine gute Idee. Hunger, Hunger! Essen kann auch nicht schaden. Yeah, schon mal kochen hier. Auf dem Lagerfeuer kann man campieren. Okay. Wichtig, wichtig. Alles lernen, alles aufsaugen. Oh, er frisst schon wieder. So muss das sein. Was willst du denn fragen? Warum hasst sie Piraten so sehr? Hm, dass sie gefährlich sind, spürt sie einfach nur. Hm. Papageien mochte sie, okay. Der Papagei ist tot, wir haben das Grab schon gefunden. Wir haben es gefunden. Oh Mann, die Schweine. Ja, da waren wir gerade bei dem Grab. Oh nein, der Papagei, das ist gemein. Also, das ist ihr Zuhause, okay. Und sie lassen nicht zu, dass die Piraten irgendwie das Ganze plündern, ne? Zeit für eine Party! Unsere Kräfte wieder! Nam, 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 nam! Was? Schmeiß eine Party, um die LP wiederherzustellen. LOL, 10% mehr! Okay. Ein Party-Bonus, das meinen die ernst? Schmeiß eine Party! Das meinen die ernst? Was ich aber lieber machen würde, wäre mal ein Speicherer. Darf ich nicht. Okay, wir schmeißen eine Party. Dann schmeißen wir halt eine Party erstmal. Uts, 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 uts. Party hart, Party hart. Oh, guck mal, der kleine Tanz, der geht ab, du. Jetzt haben wir 10 Kämpfe lang mehr IP. Das ist ja voll geil. Indem wir nur eine Party gemacht haben. Gute Sache, gute Sache. Finde ich geil. Ich würde echt gerne mal speichern, bevor ich mit irgendjemandem hier rumquatsche. Wo war denn der Speicherpunkt? Da vorne. Erstmal will ich hier speichern.
Ganz wichtig, Leute. Immer schön speichern. Denn wir haben viel erlebt, wir haben viel gemacht. Es war eine längere Folge und eine geile Reise. Aber die Höhle haben wir bestritten. Wir haben neue Fähigkeitswürfel bekommen. Es hat sich alles sehr gelohnt, was wir gemacht haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo. Danke dafür. Und eure Meinung immer gerne in die Kommentare. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Videos auf der Endcard. Ciao.